Schönen guten Morgen zusammen. Hier von meinem nächsten Stopp in Andermatt. Das ist ca. 15 Kilometer nördlich vom Gotthardpass. Ich muss allerdings den Gotthardpass hinten nochmal runterfahren. Deshalb dauert das schon mal länger, 15 Kilometer zu fahren. Ja, ich bin jetzt hier noch auf dem Campingplatz. Allerdings sieht man schon mein nächstes Ziel hier oben auf dem Berg. Da ist der Windpark Gütsch, der zweithöchste Windpark Europas. Da fahre ich jetzt gleich hin. Hier rechts sieht man die Seilbahn, mit der werde ich hochfahren. Und dann sehen wir uns da oben. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier in der Gondel Richtung Gütsch. Hier hat man schon mal einen kleinen Blick auf den Windpark. Insgesamt 4 Anlagen. Und natürlich wieder ein phänomenaler Blick auf die umliegenden Berge. Das ist echt der absolute Hammer. Weiter unten im Tal liegt dann Andermatt. Und im Hintergrund sieht man das Ursental und die anderen umliegenden Täler. Das ist echt ein absoluter Traum, ey. Krass, ey. Schaut euch das Bild mal an. Wow. Oh, der Gütsch liegt so auf ungefähr 2300 Meter Höhe. Sage ich mir jetzt gleich da und dann melde ich mich gleich von den Windrädern. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier auf dem Gütsch angekommen, 2300 Meter oberhalb von Andermatt, und ich bin einfach absolut geflasht. Also es ist so ein geiler Windpark. Die Landschaft ist mal wieder absolut genial. Also schaut euch einfach nur mal dieses phänomenale Bergpanorama wieder an. Das ist einfach der Oberhammer. Die Anlagen und dann direkt im Hintergrund Berge und Gletscher. Also ich finde echt keine Worte, um auszudrücken, wie geil das ist. Ja, heute ist leider schon mein letzter Tag auf meiner Schweiz-Tour. Nachher geht's leider schon wieder zurück nach Freiburg. Ich hatte echt eine mega geile Woche hier. Das Wetter hätte nicht besser sein können. Und der Windpark Gütsch ist jetzt der krönende Abschluss meiner Tour. Ja, hier stehen insgesamt 4 Anlagen. Hier 3, hier ist die 4. Anlage. Ja, insgesamt 3 Enerconi 44, 900 kW und eine Enerconi 40, 600 kW. Ja, der Betreiber ist das Elektrizitätswerk Ursan. Wir sind nämlich hier im Kanton Uri. Ja, und die Windkraftpioniere haben 2002 hier die erste Anlage errichtet. Da gab es wohl aber ziemlich viele technische Probleme und die Anlage konnte nicht ans Netz gehen und war komplett unrentabel. Und deshalb hat man sie dann auch wieder abgebaut. Und der Hersteller ist dann wohl auch insolvent gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher Hersteller das war. Auf jeden Fall hat man sich dann 2004 dafür entschieden, einen neuen Anlauf zu starten mit der Enercon E40, die 2004 errichtet wurde. Ich erinnere mich auch noch dran an den Bericht im Windblatt. Das war nämlich so das erste Jahr, dass ich das Windblatt abonniert hatte, und da war ein Bericht über den Aufbau dieser Anlage drin. Und damals habe ich schon gesagt, hier will ich unbedingt mal hin. Und da
das ist jetzt auch 16 Jahre her. Und heute ist es soweit. Heute bin ich hier. Sehr geil. Ja, 2010 kamen dann noch zwei Enerkoni 44 dazu. Die laufen jetzt auch schon 10 Jahre. Und 2012 kam dann nochmal eine Enerkoni 44 dazu. Das ist diese hier. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, jetzt auf meiner Schweiz-Tour habe ich eigentlich nur Enerkon-Anlagen gefilmt. Im Gries, E70, E92, am Gotthard E92, jetzt hier die E44 und E40. Ja, Enerkon ist einfach sehr präsent in der Schweiz und scheut sich nicht vor logistischen Herausforderungen, hier Windparks im Gebirge zu errichten. Schon krass. Jo, die Anlagen haben sehr, sehr hohe Verfügbarkeiten, habe ich gelesen. Also die laufen echt richtig gut, auch im Winter. Die haben natürlich eine Blattenteisung hier. Im Winter ist es hier ein Skigebiet, sehr beliebtes. Andermatt haben vielleicht viele schon mal gehört. Das ist ein sehr bekannter Skiort. Und ja, die Anlagen stoßen hier auf sehr große Akzeptanz. Also Tourismus und Energieerzeugung ergänzen sich hier sehr gut. Ja, der Blick ist einfach der absolute Hammer. Dieses Bergpanorama ist der Wahnsinn. Tal irgendwo liegt dann Andermatt, das sieht man jetzt von hier nicht. Und hier hinten sieht man sich einen Pass den Berg hochschlängeln. Das ist quasi die Rückseite vom Gotthardpass. Also wenn man vom Gotthard oben runterfährt, fährt man diese Passstraße darunter. Und da hinten die Berge. Das muss irgendwo in der Nähe vom Gotthard sein. Der Gotthard ist ja nur ungefähr 15 Kilometer von hier entfernt. Hier nochmal ein Blick in das benachbarte Tal. Ich liebe dieses Geräusch in den Alpen, wenn man überall Glocken wimmeln hört, das ist echt toll. Jo, ich werde jetzt mal noch ein Stück höher laufen, dass ich mal auf die Anlagen runterschauen kann und werde ein paar geile Bilder machen. Das Licht ist nämlich echt perfekt gerade. Ich bin jetzt nochmal ein Stück höher gelaufen und hier hat man halt echt nochmal einen traumhaften Ausblick von oben auf den Windpark runter. Ich bin einfach total begeistert und ich finde, es fügt sich einfach so perfekt ins Landschaftsbild ein. Also viele Leute sagen, ja, Windräder haben eine bedrängende Wirkung oder ja, da kommen Einwände vom Heimatschutz, dass die Anlagen das Landschaftsbild verschandeln. Aber ich finde, das fügt sich hier einfach so perfekt ein. Also ich finde, dass die Landschaft ist dadurch nicht weniger toll als ohne Windräder. Weiße Windräder, weiße Gletscher, das passt doch perfekt. Ja, jetzt im Vergleich zu den anderen Anlagen, die ich gefilmt habe, sind die Anlagen hier natürlich viel kleiner. Wir haben jetzt 600 bis 900 kW, die anderen E92, E70, 2300 kW.
Naja, wer weiß. Jetzt, wo die Akzeptanz gegeben ist, vielleicht findet hier irgendwann mal ein Repowering statt. Die kleine E40, wenn die mal ausgedient hat, die ist ja jetzt auch schon 16. Vielleicht wird die irgendwann mal repowered. E92 oder so. Weil man hatte jetzt Erfahrung mit größeren Anlagen in der Schweiz. Auch was die Logistik angeht. Also spricht da jetzt eigentlich nichts dagegen. Ich zoome mal an die E44 ran. Hier sieht man nochmal schön das Logo. 44. Hier haben wir schön die Typenbezeichnung dran stehen. Befeuerung haben sie auch. Ist ja bei kleinen Anlagen nicht immer so der Fall, aber die hier stehen halt so hoch, die brauchen eine Befeuerung. Ich finde es so geil, wenn man so auf der gleichen Höhe wie die Anlagen ist, beziehungsweise höher und dann runterschauen kann. Echt krass, ey, auf welch. Das wird krass im Gelände, die hier im Raum klettern. Hier nochmal ein Blick auf die Berge in der anderen Richtung. Da fahre ich dann nachher zurück Richtung Luzern und Basel und dann nach Freiburg. Oh Mann, die Schweiz ist so wunderschön. So, jetzt stehe ich hier unterhalb von der E40, der ältesten und auch kleinsten Anlage im Park. Die steht hier unten auf so einem Betonsockel, wo so eine Wendeltreppe hochgeht. Ich schätze mal, dass der einfach zur besseren Verankerung im Untergrund dient, weil es hier ziemlich felsig ist. Die Anlage hat eine Turmhöhe von 46 Metern. Die anderen Anlagen haben 50 Meter. Ich hoffe, ihr hört mich und es rauscht nicht so sehr. Der Wind ist nämlich etwas aufgefrischt und die Anlagen machen ordentlich Umdrehungen. Hier sieht man nochmal die anderen Anlagen aus einer anderen Perspektive. So, hier nochmal der Windpark aus einer komplett anderen Perspektive. Ich stehe jetzt unterhalb von der am niedrigst gelegenen E44. Und die gibt ordentlich Gas.
Jo, die E44 eignet sich schon sehr gut für hier. Das ist ja eine Starkwindanlage. Die sieht man ja häufiger auf sehr exponierten Standorten, auf irgendwelchen Inselstaaten oder in der Türkei sieht man sie auch sehr viel. Einfach an sehr exponierten Standorten, gebirgigen Standorten. Hier hinten dann die E40. Ja, was ich ganz vergessen habe zu sagen, oder vielleicht habe ich es am Anfang doch erwähnt, der Windpark Gütsch ist der zweithöchst gelegene Windpark Europas. Bis 2016 war er der höchstgelegene Windpark Europas und dann wurden die drei E92 am Griespass gebaut und dann war er nur noch der zweithöchstgelegene Windpark. Aber dennoch ein sehr geiler Windpark und ich glaube, es gibt sich nicht viel. Ich glaube, die Anlagen am Griespass stehen 150, 200 Meter höher. Ja, also es gibt sich nicht viel. Hier nochmal ein sehr schöner Blick ins Tal. Da werde ich später dann nach Hause fahren, Richtung Luzern. Und natürlich nochmal ein genialer Blick auf den Gletscher hier hinten. Der Hammer. Also Windpark Gütsch war jetzt echt nochmal der krönende Abschluss meiner Tour hier. Wetter war nochmal Bombe, sehr viele geile Bilder gemacht, die ich dann bei Instagram oder Facebook posten werde. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne wieder Kommentare. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal aus dem nächsten Windpark. Lasst euch gut gehen bis dahin und bis bald.